Guten Tag, meine lieben Clasherinnen und Clasher, hier ist der Gusor. Ich habe gerade was anderes probiert, und zwar, ich bin jetzt zwar klar gerade in Clash of Clans, wie ihr sehen könnt, Bild hat sich ein bisschen verändert, weil ich jetzt über die Elgato aufnehme. Ich hoffe, das klappt gut. Wenn das nicht klappt, ist es scheiße, aber eventuell werden die Angriffe dadurch wirklich ein bisschen besser. Deswegen möchte ich das doch gerne so probieren. Ansonsten, ich habe mir Pokémon Go installiert. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, was war's? Das ist da noch gar nicht raus. Doch, ich verlinke das Video gerne in der Videobeschreibung zu einem anderen. Ich möchte mich nämlich, ihr kennt das selber wieder von mir, ich möchte mich nicht mit anderen Lorbeeren hier so toll machen und wie auch immer, sondern wenn jemand anders das in Anführungsstrichen rausgefunden hat, der wird es garantiert auch woanders gesehen haben, aber scheiß die Wand an, vollkommen egal. Auf jeden Fall habe ich mir Pokémon Go installiert. Ich muss dazu sagen, die Pokémon-Zeit ist wirklich ganz kurz vor meiner Zeit oder ganz kurz nach mir hat die angefangen. Ich habe die ganzen Leute, die ganzen kleinen Kinder in dem Fall, als ich ja auch noch ein Kind war, immer ausgelacht und ziemlich doll hart verprügelt, wenn die Pokémon gespielt haben, weil ich mir dachte, what? Also damit konnte ich irgendwie gar nichts anfangen. Also wirklich, unsere Klassenstufe war halt so, ich sage jetzt mal, wir waren halt irgendwie sechste Klasse und die waren halt fünfte und die fanden das total hip und wir fanden das total gay. So ist das nun mal. So, jetzt sagte mir aber mein Kumpel, der ist wiederum 5 Jahre jünger als ich, deswegen ist der natürlich voll in diesem Pokémon-Hype aufgewachsen früher. Der sagte, boah, total geiles Game und es gibt's noch nicht mal. So, ja, ich habe mir das halt, wie gesagt, runtergeladen und so von der Sache her ziemlich nice. Also, dass du halt eben wirklich so, ich sag jetzt mal zum Beispiel in Hamburg City rumläufst und da ein paar Ecken und Enden hast und dann findest du da irgendwelche Pokémons. Das ist schon ziemlich geil und halt, ja, komplett interaktiv. Ziemlich geil. Ansonsten jetzt genug davon gelabert. Wenn ihr dazu was sehen wollt, haut es mir in die Kommentare, sagt, oh, ich stehe da total drauf, macht das unbedingt und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, ich kann es mittlerweile mit dem Ding machen. Aber ganz ehrlich, wie will man so ein Spiel jetzt playen? Jetzt mal ohne Witz, also so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, ich hatte es mir ja dann auch aufs Handy raufgeladen. Ja, es geht per iOS und es geht auch per Android. Aber wie gesagt, ist ja Sinn und Zweck des Spiels, dass man halt rumläuft. Macht beim Let's Play nicht so viel Sinn. So, ansonsten gehen wir mal ran. Ich muss dazu sagen, dass ich momentan von der Aufteilung relativ viele Magier drin habe. Also ich habe wirklich extremst, extremst viel Magier. Da muss ich definitiv nochmal irgendwie nachbessern. Der hat vom Loot her, ist der gar nicht mal so verkehrt. Aber, und ich meine, der hat das Town Hall auch da, der hat auch relativ viele Pokis, ganz ehrlich, die nehmen wir. Die nehmen wir und ich mache mir das wirklich ganz, ganz super easy hier. Also wirklich. Ich sage mir halt, gut, okay, Mauern, die da sind, die sind gleich nicht mehr da. Und dann ist das Schiggy. Hau ich hier immer noch ein paar Magier rum, dass halt wirklich die Walküren und so weiter und so fort hier ja, ganz easy reingehen können, klar. Dann hau ich hier, weil ich weiß, okay, jetzt geht's in diese Richtung, dann halt Helden und sowas rein. Die Walküren, die rennen so übel im Rage ab. Ich hau hier einfach nochmal. So ganz total durcheinander. Einfach nochmal die ganzen Spells hier rein. Also klar, Taunol ist jetzt nicht schwer. Aber die Magier, ihr seht's hier, die sind natürlich auch wieder draußen rumgerannt. Ist nicht so schön. Also das hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber ich habe die halt auch wirklich nicht so well placed. Muss man jetzt mal sagen. Ganz klar. Und jetzt gucken wir mal, was wir uns hier noch ziehen. Ich hoffe mal, wir kriegen noch. Na, wir kriegen keinen Tooster. Das war scheiße. Auf jeden Fall muss das besser werden, wird aber definitiv auch besser. Also ich merke das wirklich bei mir, dass man nach und nach da immer ein bisschen besser reinkommt. Ich habe jetzt 4,8 Millionen Gold. Habe natürlich nicht die Möglichkeit, noch irgendwas anderes zu machen, weil die dunkle Kaserne ist das nächste, was mir dann wieder zur Verfügung steht. Dann habe ich endlich den Bowler. Ja, und da freue ich mich schon richtig drauf, weil ihr wisst ja selber, Queen Walk ist ja immer so eine Sache gewesen, ziemlich geil. Deswegen sollte das natürlich mit den Bowlern auch ziemlichst geil abgehen. Auf jeden Fall. Darf ich rein? Gucken wir nochmal. Dazu gibt es auch noch so eine Sache. Das werde ich mal hier einblenden. Nein, du darfst nicht rein. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es jetzt eingeblendet habe oder nicht. So ein Kommentar von wegen, ja, Dislike. Okay. Und dann. Und zwar Dislike und melde dich, weil du mich nicht in den Clan lässt. Da sieht man mal, wie nett du eigentlich mit deinem Community umgehst.
Nein. Also es hat sich auch noch geklärt, aber ganz ehrlich, dieses es hat sich dann auch geklärt, will ich aber nicht jedes Mal sagen müssen. Jetzt mal ohne Scheiß. Also ich habe dann eben geschrieben, ey, pass auf, dann hast du eventuell nicht in die, ja, in die CB geguckt, weil da steht eindeutig drin, was geht. Also, Town Hall 7, wir haben es sogar runtergesetzt, ja? Also zuvor war es ja so, ja, ab Town Hall 10 teilweise. So, also wir, hier steht drin, Town Hall 7, King 5, Drache 2. So, also klare Ansage, klar. Town Hall 8, Maxed Clan, also CK-Truppen, sollte auch klar sein. Dann haben wir Town Hall 9, 15er Helden, Combo. Also wir haben nicht mal mehr HK geschrieben, wegen Heldenkombo, weil es könnte ja falsch verstanden werden. 15er Helden. So, 15er Helden ist jetzt beim Town Hall 9 nicht wirklich viel, meine Meinung. Und ganz ehrlich, wenn die Sachen dann halt nicht erfüllt sind, beziehungsweise wenn man sich noch nicht mal die CB durchgelesen hat, ganz ehrlich, also ich mache den Namen unkenntlich und sowas, das ist nicht das Thema. Und dann kommt eben, ja, hab ich ja, aber mir ist es erst aufgefallen, nachdem ich angefragt hatte. Ja. Aber wie gesagt, dann muss ich doch nicht gleich sowas, ja, so und so und so. So gehst du mit deiner Community um. What the fuck? Also wirklich, what the fuck? Frage ich mich jetzt wirklich. Was soll sowas? Echt jetzt? Also, mir irgendwas vorwerfen? Man kann mir gerne was vorwerfen, das ist in Ordnung. Ich bin auch nicht hier der Supergott und sowas, klar. Aber was soll sowas? Wirklich. Und da bin ich dann auch knallhart insofern, dass ich halt auch irgendwo sage, ey, wenn du dich als Abonnent von mir jetzt zum Beispiel so präsentierst, muss ich ganz ehrlich sagen, auf so eine Art, jetzt so hart, wie sich das anhört, das soll jetzt auch nicht irgendwie so heißen, ja, der will ja gar keine Abonnenten haben oder sowas. Ich glaube, das wisst ihr selber. Aber ganz ehrlich, auf so einen Abonnenten, der mich so anflaumt, habe ich auch keine Lust. Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das ist so, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich, du fängst neu mit YouTube an und dann ist es natürlich klar, da hast du natürlich auch mehr Zeit für jeden Einzelnen und sowas, das ist klar. Dann hat man auch die Zeit dafür und sowas, klar. Aber ich muss mich dann nicht von jemandem anflaumen lassen, weil er die Clan-Beschreibung nicht gelesen hat. Jetzt mal ohne Witz, das ist nicht so toll. Das ist, nee. Gar nicht, gar nicht. Ja, dazu das. Also dann habt ihr immer wieder so ein bisschen so ein Review, wie das so ablief. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen am Hochgehen, Poki-mäßig, und gucke halt, ja, ich weiß gar nicht, wo das so enden wird. Mal schauen. Ansonsten, die Base selber habe ich ja, wie gesagt, so einfach mir mal aus YouTube rausgeholt und hab die genommen für ein CW und finde die gar nicht so verkehrt. Also klar, man wird natürlich so mit den 50%, das geht relativ easy weg. Dadurch, dass ich jetzt auch immer mindestens ein Inferno im Bau habe, ist es auch so, dass ich natürlich relativ easy dann auch mal das Rathaus weggesnackt kriege. Aber ansonsten ist das schon in Ordnung. Zusätzlich hier natürlich endlich mal den X-Bow angefangen, dass der von 1 auf 2 geht, auf jeden Fall. Und dann ist das auch lila locker leicht. Als nächstes Truppenmäßiges. Also ich dachte mir auch erstmal, oh cool, jetzt Golem rein. Der muss definitiv gemaxt werden. Und dass man da einfach auf die fünfte Stufe, richtig? Also ich bin jetzt mal fast der Meinung, dass das Stufe 5 ist. Jetzt haben wir Stufe 4, ganz genau. Dann haben wir Stufe 5 und dann läuft das. Ansonsten hier mit dem Spenden. Mit dem Spenden, das finde ich ziemlich gut momentan, muss ich jetzt sagen. Also da ist eigentlich relativ viel dabei. Klar, ist natürlich nichts im Gegensatz zu anderen Clans hier mit 47.000. Also, wo ich echt sage, alter Verwalter, da hat jemand richtig, richtig kein Real Life. Das ist schon richtig hart. Nee, also wie gesagt, so sieht's aus. Und jetzt schneide ich euch noch einen kleinen Fight rein. Ich hoffe, das klappt gut. Und dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Und wie gesagt, ich denke mal, ich werde dann höchstwahrscheinlich bei der Elgato-Aufnahme bleiben, dass ich halt immer mit dem iPad das mache. Und dass man hier so ganz sleazy schön dabei ist. Ich denke, das ist besser. So, und zwar sind wir hier beim Manu, der hat dieses Video zur Verfügung gestellt. Ich filme das sozusagen nur ab. Er hat es auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Also einfach nur, dass ich es bekomme. Also er hat jetzt keinen offiziellen, sonst hätte ich ihn gerne verlinkt. Das ist gar kein Thema. Weil wie gesagt, hier eben auch wieder diese
Sache halt wirklich, ich möchte nicht irgendwie mich halt, wie gesagt, mit anderen Federn schmücken und sagen, ey, guck mal hier, was ich hier Tolles gemacht habe oder sowas. Nein, das wurde mir halt von einem Abonnenten von Manuel halt zur Verfügung gestellt und fertig. Und dann wollte der halt eben nochmal zeigen und sagte, ey, komm hier, richtig, richtig nice Fight. Und den wollen wir uns natürlich mal angucken, ganz klar. So, und zwar seht ihr hier eine, ich muss mal gerade wirklich selber gucken. Und zwar, wir sehen hier, schade, die Qualität ist nicht, also ist definitiv ausreichend, logisch, aber halt nicht so mega scharf. Also, wir sehen hier, die Helden sind nicht komplett gemaxt, aber Artillerie, hier der Warden ist komplett oben. Und also es ist schon wirklich eine fette Base, sagen wir es mal so, eine richtig fette Base. Also ich würde mich jetzt mal einteilen in den Bereich so, okay, ich würde 20% hinbekommen, ja. Und gucken wir mal, was er hier reißt. Also wir haben hier die 24 Bowler. Wir haben 6 Heiler. Wie gesagt, hier ist es auch nicht so krass, wie wenn wir mit dem Queen Walk angreifen, dass sozusagen diese Heilfähigkeit so extremst zurückgefahren wird, weil es ja da nur auf einen Helden geht. Und dort ist es ja, wie gesagt, auf mehrere Bowler und dann passt das. Ich bin richtig gespannt. Klar, wir sehen natürlich, wie es ausgegangen ist, klar. Aber man will ja dann sehen, oh, wie hat er das gemacht und so weiter und so fort. Also er geht mit dem Queen Walk vor, mit 4 Heilern. Kurze Sache nochmal. Wichtig. Wie gesagt, ich habe ja ganz oft die Frage bekommen mit diesem, oh ja, warum nimmst du einen 4 Heiler, du Lappen? Ja, warum? Guckt bitte selber nochmal in Clash of Clans Wiki. Da seht ihr warum. Weil die Heilleistung nimmt ab dem 5. Heiler bei den Heilern halt eben drastisch ab. Dann wäre es halt einfach Blödsinn, 5 zu nehmen. Und dann sagte auch einer, ja, hier komm, ich nehme 6 und das ist viel, viel besser. Bullshit. Ist einfach mal Bullshit. Also wie gesagt, ich kenne mich mit vielen Sachen definitiv nicht aus. Wisst ihr selber, ja, ich bin da schön der Noob. Aber ganz ehrlich, wenn es um Heiler geht und Queen und so weiter und so fort, glaubt mir, da weiß ich, wovon ich spreche. Und das ist definitiv so. Also man sieht auch, wenn die Heiler dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, King ist down gegangen, weil die ihn halt nicht so hoch heilen konnten und die Heiler gehen halt zur Queen und die hat halt dann nicht mehr 4 Heiler, sondern auf einmal 6 Heiler am Start. Und da seht ihr krass, wie das wirklich runtergeht. Das heißt, die ist mit 4 teilweise besser aufgehoben als mit 6. Kein Scheiß, wirklich so. Weiter geht's, Jungs und Mädels. Also wir haben hier, wie gesagt, die Queen, die hier auch schon richtig hart aufs Maul bekommt. Ganz ehrlich, das war schon eine richtig knappe Kiste. So, weiter geht's. Wir wollen, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, beziehungsweise Manu will auf jeden Fall, denke ich mal, die Luftabwehr weg haben. Weil die ihn ja dann ganz schön hart stört mit den Bowlern. Also beziehungsweise mit den Heilern natürlich. So, jetzt sind wir mal gespannt. Das will ich jetzt wissen. Oh, es geht so fast, Alter, so fast. Also wir müssen erstmal gucken. Also, oben. So, jetzt fällt mir natürlich auf, hier hat er natürlich die 2 Heiler, logisch, aber hier ist natürlich jetzt gar nichts. Bin ich mal richtig gespannt. So, und dann haben wir natürlich die Eagle-Artillerie, die halt relativ schnell weg muss. Gucken wir mal. So, die geht hier schon auf die ersten Bowler und die rasiert es dann auch definitiv halt weg, klar. Alter. Ganz ehrlich, momentan würde ich sagen, Alter, das geht in eine Kiste. Also, krasses Pferd. So, hier haut er, also er weiß ganz genau, wo die Truppen lang rennen. Da den Jump geplaced. So, die ersten Bowler sind drin. Klar, und dann macht es halt die Menge. Die Menge macht es auf jeden Fall. Da ein Frost gesetzt, dass halt die Adlerartillerie nicht nochmal irgendwie was machen kann. Guck mal, geht die down? Ja, gut, dass du rangezoomt hast, Manu. Richtig gut. Adlerartillerie ist down und die musste natürlich auch weg. So, hier haben wir aber jetzt noch ein richtig schönes Problem. Jetzt kommt da der King ran und bam, weg ist er. Gucken wir mal, der gegnerische King. Die gehen ungefähr zeitgleich down, würde ich sagen. Nee, okay, dein King hat noch ein bisschen gehalten. Richtig geil. So. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die Bowler, also dass noch so viele Bowler halt am Start dann sind. Aber klar, dann sind natürlich nicht mehr so viele Dev-Gebäude da. Hier haben wir noch einen Golem drin, der hier innen drinnen noch schön sein Unwesen treibt. Und dann natürlich so ein bisschen die
Roller schützt. Und wir haben einen Magier noch da für draußen clearen, wenn es halt zeitlich nichts mehr wird. Also eine knappe Kiste auf jeden Fall, würde ich sagen. Na, obwohl, was heißt knappe Kiste? Ich meine, die Queen ist komplett da. Und das ist natürlich nice. Nee, knapp kann man es nicht mal nennen. Also da ist noch einiges an Truppenkapazität über. Und das passt hier voll. Das war ein richtig, richtig schöner, fetter Freestar. Und das läuft auf jeden Fall richtig, richtig nice. Cooles Ding. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gibt es so eine Dinger gerne weiterhin. Also die kann ich gerne kommentieren. Aber wie gesagt, immer mit dem Hinweis halt wirklich, das ist nicht mein Video. Ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen. Aber genauso wie mit den Angriffen halt, die im 1 Million Loot Clan gepostet werden. Genau das gleiche Thema. Ich zeige die super, super gerne, gar kein Thema, aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der dann sagt, hey, guck mal hier, was ich hier gemacht habe. Ich meine, spätestens bei den Truppen würde das ja auch sehen, klar, aber wie gesagt, special thanks nochmal in dem Bereich an Manu. Das soll es gewesen sein. Haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.